Notlandung am Sonntagnachmittag in Hannover. Eine Lufthansa-Maschine aus Dänemark auf dem Weg nach Frankfurt meldet plötzlich Rauch im Cockpit. Der Pilot bricht den Flug ab. Die 89 Fluggäste und 4 Crewmitglieder können die Maschine auf normalem Weg verlassen. Es sei niemand verletzt worden, so eine Flughafensprecherin. Auch ein Brand sei nicht entdeckt worden. Warum es im Flieger zu einer Rauchentwicklung im Cockpit gekommen sei, sei noch unklar.